Yo Friends, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich sag jetzt mal Gameplay, whatever. Ich habe letztes Jahr bereits schon den ersten Teil von Emily's Away gezockt und wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Ich habe mir auch schon den dritten Teil geholt. Also, da kommt auf jeden Fall noch ordentlich was. Ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Setup Wizard. Okay, this wizard will guide you through the installation of Emily's Away 2. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht angucken. Das ist eigentlich alles gleich. Choose your background. Ich will den eigentlich am meisten, ne? So, okay. Wir gehen rein. Ich möchte kurz dazu sagen, ich habe keine Ahnung, worum es im zweiten Teil geht. Im ersten Teil ging es ja so ein bisschen darum, dass, ja, irgendwer verschwunden ist, anscheinend. Wir starten rein in Emily is Away 2. Okay, wir sind jetzt hier. Mir Titel. Wir können auch noch das hier. Okay, das geht auch noch. Okay. Gut, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass das auch geht. Dann kann ich das nämlich hier so runter versetzen. So, anscheinend geht das nicht im. Schränke das nicht im. Ne, okay, geht nicht im Fullscreen leider. Sorry. Aber egal. Type Assist. Ich habe keinen Plan, was Type Assist. Ich lasse den einfach mal an, keine Ahnung. Sounds stehe ich mal einen runter. So. Ich würde sagen, wir starten rein in Chapter 1. Oh, okay. Sommer 2006. Emily. Who is Emily? My mother would say she's everyone. Every girl, every boy, every person that anyone has ever loved. Nicole Krauss. Digga, ey, wo. Ey, ich will gar nicht wissen, worum es diesmal geht in dieser Story, ne? Okay. 3. August. Das ist Donnerstag. Vor dem Seniorabschluss. Oder vor dem Seniorjahr. Name. Oh, shit, bro. Egal, wir machen das aber so. Okay, wir können uns jetzt hier wieder ein Profilbild raussuchen. Das ging ja im letzten Teil, beziehungsweise im ersten Teil ja auch schon. Wir haben hier TBS, Jean-Paul. Ray, ich weiß gerade nicht, was Ray ist. Sims 2 ist auch geil. Ich würde actually mit dem gehen, irgendwie ist das geil. Okay. Also, wir haben hier wieder ein paar Sachen anscheinend. Fuck. The fuck? Naja, ist ja auch egal. So. Also, uns hat jemand geschrieben, Punk vor Eva hat uns jetzt geschrieben, yo Jan. Ich würde einfach mal ganz stumpf mit der 3 gehen. Ah, stimmt, da war das wieder so. Das war nämlich im ersten Teil auch schon. Ich muss mich hier so gesehen die Antworten aussuchen und dann so lange die Tasten von der Tastatur drücken, bis er das da geschrieben hat. Also ich kann auch irgendeine random Taste nehmen. Ich mach mal den hier. Also. Anscheinend heißt sie Evelyn. Sie hat gefragt, was bei mir so abgeht. Und ich habe jetzt so also gesehen darauf geantwortet. Ich talke einfach mit irgendwelchen random People, mit irgendwelchen random Menschen. Und was machst du? Just chillin', about to paint my nails. Also, sie will ihre Nägel lackieren, weiß aber nicht, welche Farbe sie nehmen soll. Scheiße,
Cheyenne Black. Ich würde for real auf Cheyenne gehen. Weil ich glaube, Cheyenne kann auch eine nice Farbe sein für Nägel, glaube ich. Ich bin bei sowas, bin ich nicht drin in dieser Thematik, also da braucht ihr mich nicht fragen. That's honestly what I'm thinking. Great that you're speaking of color, I like the new scheme. Also, hier oben, kurz gesagt, das ist genau das, was ich auch denke. Gute Idee. Wenn wir schon über Farben reden, ich mag dein neues Scheme. Also ich schätze mal hier das neue Profilbild, weil, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich hatte ja im letzten Teil, also im ersten Teil, hatte ich ja ein komplett anderes Bild drin als das hier. Von daher, ja. Yours is okay. Aber wir machen den hier. Wir machen Lloyd Banks. Banks natürlich auch mit Doppel S, Bro. So, how's the summer going? Also, wie läuft dein Sommer? Oh, schwierig. Okay. Ich mach mal jetzt pretty good. Ja, machen wir mal hier. Jetzt, what have you been up to? Also, was hast du so gemacht? Oh, Romans? Definitiv nicht, Diggi. Hanging out with friends oder Video Games? Ich würde einfach mal auf zweite gehen, sag ich ehrlich. Ich würde jetzt einfach mal auf zweite. Und damit dann weitermachen. Okay. Ah, du weißt. Übernachtungen, Poolpartys, diese Sachen eben. Oh, cool. I can't believe we go back to school in a month. Ich kann nicht glauben, dass wir zurück zur Schule gehen in einem Monat. Ja. I don't know, man. High school is okay sometimes. Also high school is okay manchmal. Yeah, it can be like history last year. Ja, kann es wie deine Geschichtsklasse letztes Jahr. Ich sag, wir gehen hier auf Mr. B was best oder so. Also Mr. B ist der beste Lehrer. Vielleicht sonst wäre Mr. B so gesehen mein Geschichtslehrer. So wie es sich anhört. I don't know. Ich würde jetzt einfach mal so darauf tippen. I know, funny how we never really talked before that. Still have hang out with me and my friends sometimes. Ich weiß, lustig, dass wir davor nie wirklich geredet haben. Musst unbedingt mal mit mir und meinen Freunden abhängen. So, ich mach mal Sunday. Wollte jetzt nicht den Asi-Move machen. Got any big plans for the rest of your summer? Also hast du irgendwelche großen Pläne für den Rest deines Sommers? Ehrlich gesagt, ich wäre so einer, ich würde wahrscheinlich einfach nur dick ass chillen, Digga. Sag ich ehrlich, ich würde einfach nur zu Hause sitzen, am PC sitzen und zocken, bis die Nächte vorbeigehen. Deswegen, ich mach mal nothing really, also nicht wirklich. Und wir fragen gleich noch mit hinterher, was Evelyn geplant hat. Me and my friends are driving up to Warp Tour on Saturday. Also, sie und ihre Freunde fahren zu irgendeiner Tour am Samstag. Hier wird's auch dann erklärt, wahrscheinlich, what's Rob Tour. Also, was ist, Tour? It's a punk music festival. What's your favorite kind of music? Okay.
Also es ist so ein Punk-Rock-Ding. Also es ist wahrscheinlich eher so Richtung Punk. Geht das dann wahrscheinlich eher. Aber es ist anscheinend so ein Konzert. So ein Festival. Und sie fragt jetzt auch noch so, was so mein Favorit an Musik ist. Also wahrscheinlich vom Genre her. Deswegen, ich bin jeder, der weiß, was ich für Mucke höre. Auch was die Boys angeht und so. Der weiß, dass ich eigentlich komplett so im ja in diesem Film Hip-Hop drinne bin. Ja, von daher. But Punk Rocks so good too. Also Punk Rock ist auch gut. I like some of it. Also ich mag ein paar davon. Fair enough. I'm joking. Also, ja. Fair enough. Muss ich glaube ich gar nicht erklären. Can't wait to see Senses fail. Do you know them? Maybe. Also, das ist Senses fail ist wahrscheinlich eine Band oder so. Und ja, try this one. Okay, wir haben einen Link bekommen. Ich würde da jetzt einfach mal kurz draufklicken. Oh, okay, ich kriege sogar tatsächlich. Ja, okay, tatsächlich. Senses Fail ist eine Band. Okay, das ist geil gemacht. Das ist geil gemacht. Okay, das ist geil gemacht. Es sieht halt einfach aus wie im YouTube, Digga. Boah, das ist crazy, sage ich ehrlich. Das ist crazy. Das ist geil gemacht. Das ist cool. Schreib mal, das ist great. Also, das ist sehr gut. You're the best. It's official. My favorite song by them. I've got the lyrics in my best in my body info. Speaking of infos, I don't think I've looked at yours. Ich da überhaupt was drin stehen? Nö. Ja, du bist der Beste. Es ist offiziell. Es ist mein Lieblingssong von denen. Ich habe die Lyrics in meiner Body-Info. Really? Ah, okay. Ah, doch. Leute, ich weiß nicht, vielleicht. Ihr checkt es wahrscheinlich schon. Ihr habt es wahrscheinlich vielleicht schon gecheckt gerade. Aber gebt euch mal das Bild hier und dann gebt euch mal das Bild von dem Cover von dem Song von der Seite, wo wir gerade waren. Das ist eins zu eins dasselbe Bild. Talk is cheap. It doesn't mean much. Don't lose touch against me. Okay. Stark. How do I see it? Achso, how do I set it? Okay, also set it. Also wie kann ich meine Info bearbeiten? Just click on the info under your icon, then hit edit profile. Also einfach hier unten draufklicken und dann hier edit, ne? Against me. Before Vendetta. Oder keine Ahnung, ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt. Ja, ich schreibe einfach thank you, also danke. Hey, again. Hey, again, was? So, hey, ich bin's wieder. Awesome Sauce? Some Bombs is Awesome Sauce, Bro. Das ist irgendeine neue Soße?
Too bad, Tickets are sold out for Web Tour. Okay, die Tickets für diese Tour, für dieses Festival da sind ausverkauft. Ich würde einfach mal schreiben, it's game. Sounds like you have blast. Gonna be awesome. Lost the state. Cake. So. Leroy Jenkins. Least he has chicken. Ah, Bro, okay, Digga. Warte mal, was? Aber ich glaube, for real, Emma's 35 war im ersten Teil. Wenn ich mich da ganz stark dran erinnern kann, dann war das, glaube ich, der erste Teil noch. Keine Ahnung. Mal gucken. It's gonna be awesome. Wird crazy, soll ich jetzt einfach mal. And I don't know where my friends are. They were supposed to pick me up like half an hour ago. Also sie hat keine Ahnung, wo ihre Freunde sind und die sollten sie eigentlich schon von einer halben Stunde abholen. Digga, da stand gerade einfach probably dead, Digga. Bruder. you called him. Also du kannst die anrufen. Yeah, my worst. Yeah, my we're supposed to go to my friend's house and party. Also ja, werde ich wohl müssen. Wir wollten eigentlich zu meinen Freunden und Party machen. Weil ich schreibe mal hier in. What you going to leave me? Also du gehst, um mich zu verlassen. Don't you worry. Got my phone. I should probably start getting some stuff together. Also mach dir keine Sorgen. Ich hab mein Handy dabei. Ich sollte besser anfangen, ein paar Sachen noch zusammenzupacken. You need to get stuff together. Brauchst noch ein paar Sachen? Yeah, there's a good chance they overdrink Jackie's tonight. Or I should bring a movie you wanna help me pick. So, ja, da ist eine gute Chance, dass ich heute bei Jackie's schlafen kann. Ich sollte noch einen Film mitbringen. Willst du mir helfen beim Aussuchen? Mach mal hier. Ja. Lol, sure. What are the options? So, klar, gerne. Was sind die Optionen? Eine Destination 3 oder Decent? Ich sag euch ehrlich, Decent sagt mir nichts. Vom Film her. Irgendwie filmnamemäßig sagt mir Decent gar nichts. Da sagt mir tatsächlich Final Destination mehr. Deswegen, ich würde einfach auf Final Destination gehen. Ich kenne zwar Filme nicht, aber naja. Auf jeden Fall Final Destination. That movie is pure gold. Dieser Film ist pures Gold. Ich weiß, oder? It's so bad, it's good. Ja, okay. Hope they make another one. Haben sie auch gemacht. Ihr könnt. Wenn ihr die Final Destination Filme kennt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Teile es jetzt mittlerweile gibt. Ich bin nämlich echt mal gespannt, was so, ja, wie viele Teile es gibt mittlerweile.
mittlerweile. Ja, also ich weiß, dass es irgendwie 6-7 Teile gibt, aber wie viel es jetzt im Endeffekt wirklich, weiß ich nicht. Aber ja. So, I hope to make another one. Yeah, I bet Final Destination 4 will be amazing. Also ich wette darauf, dass Final Destination 4 unglaublich wird. Was für Filme sind deine Favoriten? I think I have to say Horror Movies. Also ich glaube, ich sage Horror Filme. Yo, mine too. We should watch them together at some point. Yo, meine auch. Wir sollten vielleicht mal ein paar zusammen gucken. Easy, machen wir. Dann wird die Highschool ja doch gut. oh yeah, for sure. Also, sehr gerne. Hey, just got a text. They'll be here soon. Okay, also ihre Freunde sind praktisch gesehen fast da oder bald da, um sie abzuholen. Ich höre jetzt mal, what they say, weil. Where's they going? Da hätte ich ja. Okay. Irgendwas ist gerade online gekommen und MSZ35 ist online. Wir machen einfach den okay. Ich dachte es mir nämlich schon. MSZ35 ist nämlich tatsächlich aus dem ersten Teil und das war nämlich Emily. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich da auch wieder einigermaßen dran. Ja. Jetzt weiß ich es auch wieder. Okay. Jetzt weiß ich es wieder. Es ist nämlich ein bisschen her, seitdem ich den ersten Part gespielt habe, beziehungsweise den ersten Teil des Games. Es ist nämlich ein kleines bisschen her. Es ist, ich glaube, Mitte letzten Jahres gewesen. Und jetzt mache ich fast, so gesehen, 1,5 Jahre später erst den zweiten Teil. Obwohl ich den zweiten Teil eigentlich schon viel, viel, viel früher anfangen wollte, aufzunehmen und hochzuladen. Aber irgendwie nie so richtig geschafft. Von daher. Sorry, just texting them back. Just get late because Steve had to go get alcohol. Ja, gut, das ist halt, glaube ich, ganz normal, ne? Für eine Party, dass man erst mal irgendwo anhalten muss und sich erst mal kurz Whisky oder so mal mitnimmt. So, also, Emily redet auch mit irgendwelchen Leuten. So did you do anything fun to game? Also hast du heute irgendwas Lustiges oder Spaßiges gemacht? Wir haben ja vorhin auch gesagt, just chill around the house. Wir machen uns dann ganz gechillten, wir gehen da ganz langsam an die Sache. I know, right? Clutchwork. Gut, keine Ahnung, was jetzt Clutchwork ist. He's only 20, but he got a fake ID. Okay, also. Also Steve ist anscheinend 20 und hat einen gefälschten Ausweis. That's crazy, sage ich ehrlich. Hä? Nochmal Black, ne? Und Schrift nochmal rot da. Sieht mich ein bisschen besser aus. Wobei ich mach mal hier auch Schrift so. Zack. So, Bettet Handy. Ich hab leider keinen Plan. Was Bettet Handy sein soll. Also was damit gemeint ist. I need to get a friend with one. With one doll. Beans, what do you do all day? Hauptsächlich am Computer chillen, glaube ich. Ich
bin mal gespannt, wohin sich das hier entwickelt. Der erste Teil hat sich ja auch schon stark in so eine tiefe Richtung entwickelt. Und ja, ich bin gespannt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin gespannt. Oh, der endet up with Lord A. See some drunk text system of future. Also, hier sind wohl geendet mit viel Alkohol. See some drunk text in my future. Sie sieht so ein paar, ja, alkoholisiert geschriebene Texte in ihrer Zukunft. So. Denke ich mal, ist das gemeint. Ja, yeah, I give him your screen name. Also, sie gibt ihm wohl meinen Screen Name. Well, I spent this morning playing video games. Gehen wir mal das. That's cool. What did you play? Also, was hast du gespielt? Es ist halt jetzt gerade immer wieder so ein Hin- und Her-Switchen zwischen beiden. So, was mich persönlich irgendwie ein bisschen killt. Weil ich da voll nicht drauf klarkomme. Lol, you can probably expect some. Also, ich kann wahrscheinlich ein paar alkoholisiert geschriebene Texte erwarten. This weekend should be fun, but my friends are ditching me next week. Weekend, so. Also, dieses Wochenende wird, sollte lustig werden. Aber meine Freunde, ersetzen mich nächstes Wochenende. Wir machen mal, but why? Wollen natürlich auch so ein bisschen mehr sein, ne? Okay, das Sims 2, I'm like addicted to this game. Also, sie hat Sims 2 gespielt und sie ist, so gesehen, ja, attached, so sag ich jetzt mal, zu diesem Spiel. Also, sie kann nicht aufhören, das zu spielen, so. Ich auch. Ich hab fast das Sims 2 Buddy-Icon genommen. Also hier das Profilbild. We're going on a road trip, but my mom won't let me go any plans. Also, die fahren auf einen Road trip und ihre Mom lässt die nicht gehen. Und jetzt braucht die Pläne. Und ich würde einfach mal mit dem ersten gehen. Sag ich ehrlich, vielleicht bringt mich das ein Stück weiter in der Story, weil ehrlich gesagt, ich habe die Story aus dem ersten Teil komplett vergessen, sag ich ehrlich. Really, I'm just sucker for any RPG's game. Okay, die Schreibweise von RPG-Games habe ich auch noch nie gesehen, Alter. Mit so einem ISH noch hinten dran. Ja, auch noch nicht gesehen. Aber sie ist wohl irgendwie so ein Fanatiker für so RPG-Games, so Roleplay-Games und so. What games are your favorite? Also, was sind meine Favorite-Games? MMOs fühle ich gar nicht. FPS kommt drauf an, welche Art FPS-Games. Wenn das jetzt so FPS-Shooter sind, dann eigentlich geil. Kommt halt nur drauf an, was für welche. Aber ich würde es jetzt einfach mal aufgrund und für die Story würde ich jetzt einfach mal weiter in Richtung Dingens. Und ich sehe gerade, mein 5M ist noch falsch benannt. Weil ich habe nämlich mal mit meinem Kollegen aus Joke meine ganzen Spiele umbenannt. Deswegen heißt Fortnite auch Ausrasten bis zum Rage Quit. Muss das alles noch zurückändern, wobei 5M ich, wobei ich eigentlich auch 5M deinstallieren kann, ich spiele es gar nicht mehr. Ja. RPGs 2. Das werde ich jetzt einfach mal so sagen. Also
Also ich möchte ganz kurz, ihr habt wahrscheinlich den Namen hier von 5M gerade auch gesehen. Dazu möchte ich bitte eine Sache kurz sagen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ein Dingens bin oder so. Es ist einfach aus Joke, habe ich das da hingeschrieben. Ich habe aus Joke meine kompletten Spiele umbenannt, damit ich irgendwie ein bisschen mehr Lust habe, die dann anzufangen zu spielen, so, ne? So, 5M ist ja, ihr wisst ja, 5M ist ja GTA-RP. So, von daher, ja, da gibt es halt manchmal Leute, die ein bisschen komisch sind, sag ich so, wie es ist. Und ich glaube, das wissen die meisten von euch auch, dass es auf 5M ein paar Leute gibt, die vielleicht nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt spielen sollten. Vor allen Dingen nicht mit dem, was die da sagen. Manchmal, das ist schon echt hart. Bestes Beispiel oder bestes Spielbeispiel, was auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen hart an der Grenze ist, ist Crap Game. Also wer dieses Squid Game Spiel von Steam kennt, der weiß auf jeden Fall, was ich meine. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Und ja, ich würde sagen, haut rein bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bei der zweiten Folge wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.